Guten Abend miteinander. So ein Steinguckgefäß, wie wir es hier sehen, das hat man früher in fast allen Haushaltungen angetroffen. Da drin hat man nämlich Sauerkraut eingemacht. Und mit dieser schon seit Jahrhunderten bekannten Konservierungsmethode gesunde Vitamine, die ja im Kappis reichlich vorhanden sind, in den Winter übergeschmuggelt. Heute sind die Gefäße und der Kappishobel fast verschwunden. Sauerkraut wird aber immer noch ganz natürlich aus Kappis und Salz hergestellt. Aber schauen wir doch gerade mal rein. Ca. 250 Familienbetriebe, wie hier bei Osers in Schönenbuch, bauen in der Schweiz sogenannte Einschnittkabis für die Sauerkrautherstellung an. Auf 130 Hektaren werden jedes Jahr 8 bis 10 Millionen Kilo von diesen besonders grossen Kabisköpfen geerntet und in verschiedenen Einschnittkellereien, wie zum Beispiel bei Coop Basel, zu Sauerkabis verarbeitet. Als erstes werden die harten Strünke ausgebohrt. Dann werden die Kabisköpfe in dieser Messermaschine geschnitten und sofort in die sogenannten Stande geschichtet. Wie früher daheim wird jetzt der Kabis mit nichts anderem als mit Salz und verschiedenen Gewürzen vermischt und mit Gewicht beschwert, damit das Wasser ablaufen kann. Durch die natürliche Milchsäuregärung, die sofort einsetzt, verwandelt sich der Kabis dann innerhalb 21 bis 26 Tagen zu Sauerkraut. Bei Coop können Sie es den ganzen Winter frisch kaufen als Delikatess-Sauerkraut, als Reform-Sauerkraut, wo weniger Salz und dafür mehr Gewürz enthält, und in den Coop-Metzgereien auch offen, zum Teil schon gekocht und natürlich garniert mit den passenden Zutaten wie Schinkli, Speck und Wurst. Und jetzt kommen wir noch zum Coop-Rezept dieser Woche. Für heute empfiehlt uns der Coop-Metzger Rindsplätzli. Mein Vorschlag: Saftplätzli nach flämischer Art. Pro Person 2 dünne Rindsplätzli mit Salz und Pfefferwürze und am Rand öppnen die einschneiden, damit es sich nicht wölbt beim Anbrüteln. Verschiedene Gemüse rüsten und fein schneiden. Speckwürfel im heißen Anken anbrüteln. Das Gemüse dazu tun. Ungefähr 10 Minuten mitdämpfen. Dann würzen und mit Bier ablöschen. Die Rindsplätzli auf beiden Seiten sehr gut anbröteln und in eine feuerfeste Form legen. Die Gemüsemischung dazugeben und dann 1 bis 1,5 Stunden im heißen Ofen schmoren lassen. Die Saftplätzli nach flämischer Art, zum Beispiel mit Salzherdöpfel oder Kümmelherdöpfel servieren. Das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung von dieser Woche und ich wünsche Gute. So, das wäre es gewesen. Danke, dass Sie für uns Zeit hatten. Gerade anschliessend kommen noch Coop-Aktionen. Das sind alles Produkte, die Sie gut brauchen können. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Espresso- und Jubilor-Bohnenkaffee 225 und 250 Gramm, 50 Rappen günstiger. Und Packungen an 450 und 500 Gramm, 1 Franken günstiger. Ein Liter Dorina Sonnenblumenöl statt 5,20 für nur 4,50. Hier das Hüttenkäse Natur 200 Gramm statt 1,90 nur 1,40. 2 Flaschen Dimotee Shampoo statt 6,80 nur 5,50. Eine Tube Active Shampoo statt 5,30 nur 4,50. 2 Flaschen Ultra Du Shampoo statt 6,40 nur 5,20. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Moosrosen im Bund an 20 Stück nur 6,90. Satsumas Mandarinen 1 Kilo für nur 1,10. Und 2 Kilo nur 2,10. Auf Wiedersehen.